Funky P und ich bin jetzt wieder da. Nein, nicht als Rapper, sondern Bundesliga-Star. Das hier ist nur Spaß und bleibt mein liebstes Hobby. Wenn das jetzt nicht passt, ein ganz dickes Sorry. 18 Monate, die größten Qualen und Schmerzen. Für alle an meiner Seite, mein Dank von Herzen. Was hätte ich nur gemacht ohne die besten Freunde? Dieses Lied der Dank für die ewige Treue. Ein Freund ist jemand, der kommt, wenn alle anderen gehen. Genau das gab mir mein Opa zu verstehen. Er war ein weiser Mann und brachte mir das Kicken bei. Doch bald darauf war seine Zeit vorbei. Der Herr hat beschlossen, dich zu ihm zu holen. Und jetzt stehe ich hier und ernte deinen Lohn. Ich vergieße eine Träne, weil du das nicht mehr erleben darfst. Doch du bist bei mir, auch noch im Grab. Das ist meine Story. Das, was ich erlebe. Meine Story. Wie schnell das Blatt sich dreht. Das ist meine Story. Von unten nach oben. Meine Story. Doch ich bleib am Boden. Das ist meine Story. Das, was ich erlebe. Meine Story. Wie schnell das Blatt sich dreht. Das ist meine Story. Von unten nach oben. Meine Story. Doch ich bleib am Boden. Meines Lebens als Überschrift. Doch wer kennt ein Mensch, der sich selbst übertrifft? Von den meisten unterschätzt und von vielen gehasst. Doch am Ende wirst du sehen, hat's nur einer geschafft. Das Leben ist mehr als dicke Autos und Geld. Was hilft dir ein Mensch, der sich für Fame verstellt? Wie jeder kleine Junge hatte ich einen Traum. Interessierte mich für Fußball und der Spät für Frauen. Meine erste große Liebe war rund und aus Leder. Auch in der Schule war ich nicht so der Streber. Kam mit Fußballschuhen, um in der Pause zu zocken. Mein Ziel war schon damals, ein Stadion zu rocken. Nienberge, Gievenbeck, Greven, Preußen, Münster. Und 4 Jahre später war der Wechsel klar. Ich entschied mich, einen neuen großen Schritt zu gehen, um irgendwann einmal ganz oben zu stehen. Doch eine lange Verletzung nahm mir jede Illusion. Die harte Reha war kein gerechter Lohn. Kein gerechter Lohn. Das ist meine Story. Das, was ich erlebe. Meine Story. Wie schnell das Blatt sich dreht. Das ist meine Story. Von unten nach oben. Meine Story. Doch ich bleib am Boden. Das ist meine Story. Das, was ich erlebe. Story. Wie schnell das Blatt sich dreht. Das ist meine Story. Von unten nach oben. Meine Story. Doch ich bleib am Boden. Die Reha ist vorbei, jetzt kommt eine geile Zeit. Wir wollen alle hoffen, dass es immer so bleibt. Das Bein wieder heile, die Stutzen überm Knie. Ja, ihr wisst, was ist Funky P. Mit dem eigenen Studio einen Traum erfüllt. Und mit Hood Production die Hallen gefüllt. Wir wollen ganz nach oben, erst am Himmel ist Schluss. Die Arbeit als Ventil für den Frust. Eine junge Karriere mit langen Verletzungen. Doch ich kam wieder in die Bestbesetzung. Genauso ist das Leben, es gibt alles zurück. Ob das kleinste Leid oder das größte Glück. Ich hab es selbst erlebt, am eigenen Leib. Das größte Glück und auch das größte Leid. Doch eins darf man niemals aus den Augen verlieren. Wer kämpft, kann gewinnen, wenn ich kämpfe, verlieren. Das ist meine Story. Das, was ich erlebe. Das ist meine Story. Wie schnell das Blatt sich dreht. Das ist meine Story. Von unten nach oben. Meine Story. Doch ich bleib am Boden. Das ist meine Story. Das, was ich erlebe. Meine Story. Wie schnell das Blatt sich dreht. Das ist meine Story. Von unten nach oben. Meine Story. Doch ich bleib am Boden. Meine Story, das ist meine Story. Meine Story, das ist meine Story.